Lieber Papa. Ui, jetzt ist es schon soweit. Wir feiern deinen 60er ja schon heint. Kannst es wohl kaum erwarten, die Geschenke auszupacken und mit der Geburtstagsparty zu starten. Wolltest keine Woche mehr warten. Okay, der eigentliche Grund ist die geplante Tour, beziehungsweise die wohlverdiente gemeinsame Chor. Genießt eure Zeit und macht euch feine Stunden. Wie ich euch kenne, werdet ihr da drehen, so einige Runden. So wie du siehst, ich schreibe dir gerade ein Gedicht. Moment, ich ändere gerade noch deinen Größengrad der Schrift. Man weiß ja nie in deinem Alter. 60 Jahre, gewaltig Alter. Jetzt werde ich vielleicht zu frech. Was bist du von deinem Weiberleid? Eh gewohnt und ist halt Pech. Spaß vorbei, wir wünschen dir also jetzt schon alles, alles Gute und viel Glück weiterhin mit deiner süßen Stute. Gesundheit, Glück, Stolz, Fleiß, Sonnenschein, Freude und Gemütlichkeit, von deiner Frau viel Liebe und auch Zärtlichkeit. Das schreibe ich, glaube ich, bei jetzt ja auch beim Gedicht. Die Milch hast du vergessen. Stimmt, die hab ich vergessen. Von uns viel Lachen, Wanderungen, gute Essen, schöne Familientreffen und gelegentlich ein Weizenbier. Das alles wünschen wir dir her. Betonen möchte ich heute auf jeden Fall deine langjährige, herausragende und außerordentlich aktive Arbeit als Lehrer. Du bist wirklich alles andere als ein Lehrer. Hast viel ausgehalten und das ohne viele 60er-Falten. Nicht immer wurde und wird gewürdigt, was du alles machst und dabei auch noch so herzlich lachst. Du bist und bleibst ein starker Bauernbub, der nie wirklich kommen wird zu seiner Ruhe. Obwohl die Nachmittagsschläferin gönnst du dir nach wie vor, da hast du auch noch für dein Hörspiel ein offenes Ohr. So wie die Oma fällt mir gerade ein, das findet ihr halt beinefein. Es ist unmöglich, alles, was mir zu deinen guten Taten einfällt, zusammenzufassen, werde es deshalb bei einem kurzen Überblick belassen. Fleißig warst und bist du nämlich nicht nur beim Thema Schule, man merkt wie gesagt noch nichts von deiner Seniorenruhe. Ob Bandleader, Biker, Heimwerker, Gärtner, Müll, Sau, Gläse, Aufräumen, Wander, Computer, Aufnehmen, Musik, Video, Ziehharmonika, Online-Schule, Vimeo, iPhone, Mamas Honey, Play bzw. Chocoboy, du bist und bleibst einfach all deinen Pflichten und Hobbys treu. In Zukunft bist du übrigens nicht nur Besitzer von iPhone, sondern auch iPad. Das finden Klee und Co. jetzt so richtig fett. Ich würde sagen, es lohnt sich, so wie du älter zu werden. Erst recht, wenn nicht einmal die Falten stärker werden. Den sogenannten ungesunden Bauch wirst du jetzt auch noch wegtrainieren, wirst mit Mama im Fitnesscenter sein auf allen Vieren. Nun soll es nur noch schöner, noch toller, noch glücklicher, noch gesünder und noch zufriedener werden in deinem Leben. Ganz viel sollst du mit Mama und mit uns noch allen erleben. Die schönste Pension aller Zeiten wünsche ich euch zwei. Und nicht, dass die Zähne ausfallen und ihr esst bald des Enkels Brei.